Bitte heirate mich! Hä? Das ist das zweite Mal, dass ich mit dem süßesten Mädchen unserer Schule auf dem Schuldach war. Das erste Mal war, als sie mir ihre Liebe gestanden hat. Was meinst du mit heiraten? Vor einer Woche hat sie mich gebeten, mit aufs Dach zu kommen. Ich, Kazuhiro Mitsuguchi, fand einen süßen Brief in meinem Schreibtisch. Komm bitte auf das Dach, wenn der Unterricht vorbei ist. Kurauchi. Warum sollte Kurauchi-san mit mir sprechen wollen? Narumi Kurauchi war das süßeste Mädchen an unserer Schule. Ich habe gehört, dass sie oft von Modelagenturen gescoutet wird, aber sie lehnt sie immer wieder ab, weil sie kein Interesse hat. Obwohl sie so gut aussah, war sie ein sehr bescheidener und freundlicher Mensch. Sie war sowohl mit den beliebten Kindern als auch mit den Introvertierten befreundet. Wenn ich erzählte, dass ich in der gleichen Klasse wie sie war, sagten sie: Du bist wirklich in der gleichen Klasse wie sie? Wie ist es, das Kohlendioxid einzuatmen, das aus ihrem Mund kommt? Sie waren so neidisch. So beliebt war sie. Jetzt will sie mit mir reden. Das habe ich so oft in Romantikspielen gesehen, das ist ein Streich. Ich sah mich um und bemerkte, dass die Mädchen aus der beliebten Gruppe uns immer wieder anschauten. Sie prüften wohl, wie ich auf Kurauchi-sans Brief reagiere. Das ist definitiv ein Strafspiel. Ich weiß, dass sie normalerweise nicht die Art von Person ist, die so etwas tut, also muss sie einen guten Grund dafür haben. Nach dem Unterricht bin ich auf das Dach gegangen. Ich dachte, Schüler hätten keinen Zutritt. Aber die Tür war überraschenderweise nicht verschlossen. Oh, du bist gekommen. So süß. Das war das erste Mal, dass ich mit dem süßesten Mädchen unserer Schule sprach. Sie zog ihr Haar sanft an ihr Ohr, weil der Wind wehte. Die Aura, die von ihr ausging, nur weil sie so eine einfache Bewegung machte, machte sie besonders. Tut mir leid, dass ich dich plötzlich hierher gerufen habe. Nein, gar nicht. Ich habe eine Menge Zeit. Aber ich werde mich trotzdem kurz fassen. Bitte, sei mein Freund. Ja, jetzt hat sie ihr Spiel beendet. Gut gemacht. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest, aber ich weiß, wie die anderen Mädchen dich dazu gebracht haben. Bist du denn gar nicht glücklich? Warum verlierst du nicht dein Bewusstsein, weil du glücklich bist? Oh, entschuldige. Hätte ich das tun sollen? Ich wusste ja nicht, was du erwartet hast. Heißt das, du willst dich nicht mit mir verabreden? Nein, ich werde nicht mit dir ausgehen. Beinhaltet das Strafspiel ein Date mit mir? Aber es hätte keinen Sinn, das alles mitzuspielen. Ist das so? Verstehe. Alles klar, bis dann. Wow! Ich habe gerade mit der süßesten Person gesprochen, die ich je getroffen habe. Das nehme ich jederzeit, auch wenn es ein Elfmeterschießen ist. Ich habe den ganzen Weg nach Hause gelächelt. Ich merkte nicht, was mit ihr direkt hinter mir geschah. Mitsuguchi ist alleine nach Hause gegangen. Hast du ihm selbst gesagt, dass es ein Streich war? Ich habe dir gesagt, dass du uns Bescheid sagen sollst, wenn du die Streichkarte hochlädst. Ted. Ich wurde abgelehnt. Es war also nicht nötig, ihm zu zeigen, dass es ein Streich war. Er hat dich zurückgewiesen? Ja, wirklich? Er muss Angst bekommen haben, weil er ein introvertierter Mensch ist. Glaubst du? Jedenfalls ist es das erste Mal, dass ich von einem Mann so behandelt werde. Oh, ich weiß! Huhu! Die Freunde von Kurauchi-san reden wohl über mich. Meine Vorhersage war halb richtig, halb falsch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kurauchi-san eine verrückte Idee. Am nächsten Tag fand ich einen weiteren Brief in meinem Schreibtisch. Er befand sich in einem weißen Umschlag mit einem herzförmigen Siegel. Das ist einer dieser Liebesbriefe, die man in Shoujo-Mangas sieht. Er war von Kurauchi-san, wie ich es erwartet hatte. Sie hat mich gebeten, noch einmal auf das Dach zu kommen. Das Bestrafungsspiel muss ein Date mit mir beinhaltet haben. Ich will nicht, dass meine erste Freundin Teil eines Spiels ist, also werde ich sie wohl wieder abweisen. Kurauchi-san war wieder vor mir auf dem Dach. Tut mir leid, dass ich dich wieder hergebracht habe. Es ist wieder die gleiche Pose wie gestern. Aber sie hatte einen etwas verwirrten Gesichtsausdruck und wurde auch ein bisschen rot. Das machte sie nicht nur süßer, sondern auch sexier. Ich wusste, dass das alles zu einem Strafspiel gehörte, aber ich war nervös. Es geht um das, worüber ich dich gestern gefragt habe. Ja. Bitte unterschreibe dieses Dokument. Will sie mich zu ihrem Mitbürger machen oder was? Ich war verwirrt, warf aber trotzdem einen Blick auf die Papiere. Ist das eine Heiratsurkunde? Ja,
Wenn du nicht mit mir ausgehen willst, warum heiraten wir dann nicht einfach? Hä? Was? Hör auf, rot zu werden und erklär mir bitte, was hier los ist. Als ich sie fragte, sagte mir Kurochi-san ehrlich, dass das gestrige Geständnis ein Strafspiel war. Tut mir leid, das Ziel wurde durch reines Glück ausgewählt. Es ist ja nicht so, dass wir gerade dich belästigen wollten, Mitsuguchi-kun. Ich habe versucht, mich zu weigern, aber meine Eltern haben mich sehr unter Druck gesetzt, also... Ich verstehe schon. Ich bin überhaupt nicht verärgert. Aber warum hast du das heutige Strafspiel nicht abgelehnt? Strafspiel? Sie sah so verwirrt und süß aus. Manche Jungs würden sich gerne von ihr veräppeln lassen. Während ich so etwas dachte, sagte Kurochi-san das Undenkbare. Ich möchte dich wirklich heiraten, Mitsuguchi-kun. Was zum Teufel hat sie da gerade gesagt? Anscheinend war sie so geschockt, dass sie gestern von mir abgewiesen wurde. Dabei war es das erste Mal, dass sie mir ihre Liebe gestanden hat. Und sie wurde in ihrem ganzen Leben noch nie enttäuscht, wenn sie jemand um etwas gebeten hat. Warum war er so kalt zu mir? Sie dachte nach und kam zu einem Schluss. Du wirst dich nur mit Mädchen treffen, die heiraten wollen, stimmt's? Wow, du bist ganz schön eingebildet. Ich habe nie gemerkt, dass das ihr wahres Ich ist. Ich muss die Missverständnisse aus dem Weg räumen. Deshalb will ich auch keine Beziehung mit jemandem, von dem ich nicht so viel weiß. Aber wie soll ich mich denn davon erholen? Woher soll ich das wissen? Ich konnte letzte Nacht nicht einschlafen, bevor ich mir diesen Plan ausdenken konnte. Wenn ich ja bitte sagen würde, würde ich das dann glücklich machen? Nein, das ist offensichtlich ein Fake. Oh Mann. Jedenfalls werde ich nur jemanden daten und heiraten, den ich mag und der mich mag. Wir reden nicht nur über Sieg oder Niederlage, also hör auf, dich so aufzuführen. Obwohl du auch so süß aussiehst. Ich beschloss, sie so stehen zu lassen und ging nach Hause. Es gab nichts mehr, was ich für sie tun konnte. Boah, wir haben die ersten 2 Stunden hinter uns, aber ich bin schon müde. Mitsuguchi, du hast deine Pläne nach dem Abschluss immer noch nicht abgegeben, oder? Der Lehrer hat dir gesagt, du sollst dich schnell einreichen. Oh, das habe ich vergessen. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich glaube, ich habe ihn schon ausgefüllt und in meinem Schreibtisch liegen gelassen. Oh, hier ist es. Hä? Was ist das? Ich wusste, dass ich den Namen eines Collets in der Nähe oben drauf geschrieben hatte. Aber das war ausradiert und ich hatte eine niedliche Handschrift. Kurochi-san, kann ich dich kurz sprechen? Klar doch. Der Typ wird gestehen. Er hat Mumm. Nein, es ist viel komplizierter als das. Ich brachte sie zu einer Treppe, auf der nicht viele Leute waren. Wollen wir auf das Dach gehen? Nein, das wird nicht lange dauern. Stimmt, du musst mir nur die Papiere aushändigen. Hier, gib mir die Heiratsurkunde. Warte. Hast du gedacht, ich hätte sie unterschrieben? Erinnerst du dich nicht, dass ich mich gestern geweigert habe, das zu tun? Aha. Ich dachte, du könntest deine Meinung ändern, nachdem du eine Nacht gut geschlafen hast. Konntest du dir nicht vorstellen, mein Mann zu sein, als du das Stück Papier in deinem Schreibtisch gesehen hast? Das gibt's doch nicht. Ich konnte nicht anders, als meine Stimme zu erheben. Es machte so viel Spaß, mit ihr hin und her zu reden, denn sie hatte eine Menge interessante Dinge zu sagen. Was? Ich denke das schon seit dem letzten Mal, als ich mit dir gesprochen habe. Aber ich hätte nie gedacht, dass du so ausdrucksstark sein würdest mit all diesen Gesichtsausdrücken. Ich dachte, du wärst der coole und ruhige Typ. Ich bin nicht cool. Ich habe nur keine Freunde, bei denen ich meine Gefühle auslassen kann. Ich war nur erstaunt, als die Glocke läutete. Der Weltgeschichtslehrer ist ziemlich streng, also lass uns schnell zurückgehen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Dein Bestes geben? Weil sie ihr Bestes versucht, musste ich ständig auf alles reagieren, was sie tat. Wir hatten keinen Unterricht, weil es Samstag war, aber... Lieferung! Meine Mutter musste etwas bei einer dieser Shopping-Kanäle bestellt haben. Ich komme! Bitte unterschreibe hier und stempel es ab. Hm? Man braucht eine Unterschrift und einen Stempel? Warte, das ist die Heiratsurkunde! Du hast das herausgefunden. Kurochi-san, was um alles in der Welt machst du da? Es ist Samstag? Ich dachte, ich könnte dich überrumpeln und dich dazu bringen, das Papier zu unterschreiben. Das wird nie passieren. Ich habe die Heiratsurkunde zerrissen. Ich dachte, das würde die Botschaft vermitteln. Ach, nein, meine wertvolle Urkunde! War nur ein Scherz. Du kannst sie kostenlos im Internet herunterladen. Ich drucke nochmal eine aus. Das habe ich nicht gewusst. Sie gab mir einen großen Umschlag mit vielen Heiratsurkunden. Was für eine Verschwendung von Tinte und Papier.
Ich war auf dem Weg zum Buchladen, um mir den neuesten Band von Kanon zu Romcom-Mangas zu holen, als mir eine Dame mit einem Hut ansprach. Entschuldigen Sie, Sir. Wir machen eine Umfrage. Könnten Sie uns ein wenig Zeit schenken? Ich denke, das kann ich. Vielen Dank. Könntest du zuerst hier unterschreiben und deine Adresse hier eintragen? Wow, das ist ja eine Heiratsurkunde. Das wird schwierig werden. Diese Person ist so schön, aber sie vergeudet es. Wenn du ein Buch ausleihen willst, musst du hier unterschreiben. Das ist die Heiratsurkunde. Bitte hilf uns bei unserer Petition. Ich werde das einfach ignorieren. Bitte unterschreibe hier. Frag jemand anderen. Ich kann dir ein Autogramm von Kanan-chan geben, wenn du diesen Zettel unterschreibst. Was sagst du dazu? Dazu? Also ich hätte wirklich gerne ein Autogramm von ihr, aber das muss ich mir erstmal verkneifen. Natürlich hat sie nur herumgealbert, also könnte ich ihr das Autogramm einfach geben und meinen Verlust einstehen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch nicht mehr aufgeben. Nachdem ich sie 2 Wochen lang fast abgewiesen hatte, wurde ich wieder einmal auf das Dach gerufen. Nicht von Kurauchi-san, sondern von einem der Senpais. Das ist kein Problem. Die Senpais, die auf dem Dach waren, waren eher von der kriminellen Art. Hey, du weißt doch, warum du hier bist, oder? Hat es was mit Kurauchi-san zu tun? Ganz genau. Sie ist so ein netter Mensch. Sie wird so lange mit dir spielen, bis du zufrieden bist. Du solltest aufhören, egoistisch zu sein und sie gehen lassen. Offenbar war Kurauchi-san nicht mehr mit den anderen Leuten unterwegs, weil sie mich herumgejagt hat. Deshalb hassen mich die Jungs. Vielleicht wird es auch Zeit. Um ehrlich zu sein, ich habe den Kontakt mit ihr genossen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine so lange Zeit mit einer Schönheit wie ihr verbringen durfte. Um noch ehrlicher zu sein, war ich froh, dass sie überhaupt mit mir reden würde. Tut mir leid, das kann ich nicht tun. Ich will, dass sie mit mir abhängt, bis sie die Nase voll hat. Wir leben in 2 verschiedenen Welten. Bitte lass mich meine Zeit mit ihr genießen. Also, du kleiner Nerd, wir bitten dich nicht um einen Gefallen, sondern wir geben dir einen Befehl. Oh, Lehrerin, da sind Leute auf dem Dach. Hey, ihr dürft hier nicht sein. Oh nein. Ich war verwirrt über das, was gerade passiert war. Kurauchi-san brachte einen Lehrer mit und die Senpais rannten weg. Bin ich jetzt in Sicherheit? Das war echt gruselig. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, danke. Nein, du bist nicht in Ordnung. Und das ist meine Schuld. Kurauchi-san. Mr. Kurauchi sah so aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Ich streichelte ihren Kopf, bevor ich es überhaupt merkte. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Unterschreibst du jetzt die Bescheinigung? Nein. Sie schwieg einen Moment, dann begann sie zu sprechen. Tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich dir Ärger bereite, Mitsuguchi-kun. Aber diese 2 Wochen haben mir so viel Spaß gemacht. Deshalb wollte ich nicht aufgeben. Ich wäre weiter auf dich losgegangen, auch wenn du das Papier unterschrieben hättest. Es ist schön, das zu hören. Hast du das Gespräch zwischen mir und dem Senpai mitgehört? Ja. Nun, du weißt, wie ich mich fühle. Ich habe mich gefreut, dass du jeden Tag zu mir kommst, um mit mir zu spielen. Mitsuguchi-kun. Nun, ich denke, wir sollten zum Rathaus gehen, um unser Zertifikat einzureichen. Warte, hast du mir nicht zugehört? Das heißt, unsere Gefühle sind gegenseitig, oder? Meine Eltern haben mir gesagt, dass es ihnen nichts ausmacht, wenn ich als Studentin heirate. Also kein Problem. Hör auf, so mit deinen Augen zu strahlen. Da bekomme ich ja richtig Lust, es zu tun. Warum tun wir es nicht? Nun, erstens, wir können nichts tun, selbst wenn wir dort ankommen. Wir sind 17. Warte mal, wusstest du nicht, dass wir erst mit 18 Jahren heiraten dürfen? Echt jetzt? Ich habe gehört, man kann mit 16 heiraten, wenn die Eltern ihre Erlaubnis geben. Früher war das so, aber nur für Frauen. Heutzutage muss man über 18 sein, um zu heiraten, und zwar beide Geschlechter. Es hat also keinen Sinn, diese Dokumente zu unterschreiben. Niemals. Es war, als hätte sich ihre Seele verirrt. Ich konnte nicht anders, als ihre Reaktion lustig zu finden. Du hast immer gute Noten, also dachte ich, du würdest es wissen. Das macht mich nicht zu einem klugen Menschen. Ich strenge mich sehr an, wenn eine Prüfung ansteht. Wenn ich das nicht tue, werden die Leute auf mich herabsehen und mich für einen Schwachkopf halten, der zufällig gut aussieht. Schöne Menschen haben ihre eigenen Probleme, hm? Bin ich schön? Superschön. Aber das bekommst du bestimmt oft gesagt. Das habe ich schon oft gehört, aber es fühlt sich an, als ob es das erste Mal ist, dass jemand es zu mir sagt. Es ist ein tolles Gefühl, so ein Kompliment zu bekommen.
Niedlich. Wahnsinnig süß. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum mein Herz klopft. Es ist, weil ich wirklich in sie verliebt bin, unabhängig von ihrem Aussehen. Ich werde nächstes Jahr 18 Jahre alt. Ja, ich auch. Oh, du hast recht. Wir werden beide 18. Außerdem habe ich all die Zeugnisse, die du mir mitgebracht hast. Das heißt, wir können uns so oft irren, wie wir wollen. Das war nicht das, was ich sagen wollte, aber ja. Wir heirateten schließlich, als wir 22 wurden. Nun sollte unser Leben als Ehepaar beginnen. Die Küche ist fertig. Dann lass uns einkaufen gehen. Wir müssen auch einen Ersatzschlüssel machen. Oh, da fällt mir plötzlich ein, warum konnten wir eigentlich auf das Dach, als wir in der Highschool waren? Die Türen waren verschlossen, nicht wahr? Ich hatte ein paar Schlüssel. Kennst du das, wenn du zu einer Lehrerin oder einem Lehrer bitte sagst, hören sie dir einfach zu? Wow, du bist wirklich erstaunlich. Ich war erstaunt, verstand aber gleichzeitig, wie schwer es sein würde, Nein zu ihr zu sagen.